Cottbus bietet aktuell einfach die besten Trainingsbedingungen, strukturell, als aber auch von den Personen. Ich denke, wenn man junger Sportler ist und man sieht die Weltmeisterin im Kraftraum, was Besseres kann es nicht geben. Und das ist gerade auch eine goldene Generation im Radsport für Cottbus, für Deutschland? Ja, auf jeden Fall. Wir haben nächstes Jahr im Juni die Europameisterschaft der Junioren und U23 hier. Dazu stehen die Olympischen Spiele an, aber gerade für Cottbus, für die Radrennbahn hier, ist das natürlich ein Highlight. Also das wäre schon wünschenswert und auch für die Sportler wünschenswert, hier vor vollem Haus mal zu fahren. Heute die Junioren, Fahrer, Fahrerinnen, die Profis, alle wurden ausgezeichnet, die in Cottbus oder Umgebung irgendwas Erfolgreiches im Radsport geschafft haben. Es waren verdammt viele. Ist Cottbus das Nadel oder der Nadelpunkt für den internationalen Weltklasse-Radsport? Aktuell auf jeden Fall. Also man sieht es alleine schon daran, dass wir die mit den drei Frauen im Teamsprint hier drei Weltmeisterinnen am Standort haben, plus die Junioren-Weltmeister und Weltmeisterinnen aus den letzten Jahren. Cottbus bietet aktuell einfach die besten Trainingsbedingungen, strukturell, als aber auch von den Personen. Ich denke, wenn man junger Sportler ist und man sieht die Weltmeisterin im Kraftraum, was Besseres kann es nicht geben. Und das haben wir in den letzten Jahren geschafft aufzubauen. Und das macht uns momentan zum attraktivsten und erfolgreichsten Standort in Deutschland. Ist genau diese Vorbildfunktion der drei Frauen für Sie als Trainer auch nochmal ein Ansporn, die noch Jüngeren auch auf dieses Niveau zu bringen? Ja, das ist wichtig, dass es das gibt. Ne? Gerade was ich beschrieben habe. Man braucht Leute, zu denen man aufsehen kann. Andersherum sind das natürlich auch Bezugspunkte, wo man sich Tipps holt, wo man guckt, wie machen die das? Das mache ich genauso. Und das ist super wichtig und wunderschön, dass wir das an dem Standort hier haben. Und das sind Top-Bedingungen für den Nachwuchs, um sich zu entwickeln. Im Fußball sagt man, glaube ich, 2006 zur Heim-WM die goldene Generation an Fußballern. Ist das jetzt gerade auch eine goldene Generation im Radsport? Für Cottbus, für Deutschland? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben so viele, also wir haben sowohl in der Spitze aktuell Weltmeisterinnen und das kommen welche nach. Und das auch nicht nur ein oder zwei, sondern wir haben da schon eine Breite an Sportlern, die da unten anklopfen. Und wir hoffen, dass wir die jetzt alle bis oben hin oder zumindest einige davon nach oben tragen können zu den nächstes Jahr anstehenden Olympischen Spielen, aber auch in 4 und in 8 Jahren. Und die Voraussetzungen dafür sind aktuell sehr, sehr gut. Genau, die haben schon angesprochen, nächstes Jahr Olympia in Paris, aber auch Junioren-Europameisterschaften in Cottbus, richtig? Richtig, also wir haben nächstes Jahr im Juni die Europameisterschaft der Junioren und U23 hier. Dazu stehen die Olympischen Spiele an, aber gerade für Cottbus, für die Radrennbahn hier, ist das natürlich ein Highlight. Wir hatten dieses Jahr schon die Deutsche Meisterschaft, was ein hervorragendes Event war, auch mit Zuschauern, die nächstes Jahr gerne noch mehr sein dürfen. Und wir versuchen hier ein richtig geiles Event auf die Beine zu stellen und man kann dann die goldene Generation hier live sehen. Genau, das wurde vorhin auch angesprochen. Es ist wirklich die Weltspitze, die ihr trainiert und fährt und Erfolge einfährt. Aber die Zuschauerresonanz auf der Radrennbahn, wenn man bei so einem Event mal ist, das ist total toll. Aber es sind eigentlich zu wenige, die hier sind und das sehen wirklich, oder? Ich kann es ja so ein bisschen aus, ich war ja auch Sportler und aus meiner Erfahrung sagen, es ist über die Jahre leider etwas weniger geworden. Also wir hatten, wo ich in die Männer hochgekommen bin, gab es Zeiten, da hat man drüber gesprochen, okay, die Zielgerade ist voll, von der Gegengerade gar nicht mehr zu sprechen, was zu damaligen Zeiten gang und gäbe war. Jetzt freuen wir uns, wenn die Hälfte da voll ist und vielleicht einige hier oben im VIP-Bereich sitzen. Also das wäre schon wünschenswert und auch für die Sportler wünschenswert, hier vor vollem Haus mal zu fahren. Und wenn wir wenigstens die Hälfte hier voll kriegen, die Zielgerade wieder und alle machen Lärm, dann ist das noch mal mehr Ansporn für die Sportler und umso schöner für uns. Genau, man sieht es halt in Bildern gesehen, in internationalen Events, wo die Hallen voll waren, wie die Stimmung war. Das war ja wirklich Wahnsinn. Und sicherlich für den Sportler ja noch mal einen Kick obendrauf. Ja, der Bahnradsport bietet das ja auch. Ne? Wir haben Entscheidungen im Millimeterbereich, im Tausendstelbereich. Es sind spannende Rennen mit hohen Geschwindigkeiten. Es ist Körperkontakt, es passieren Stürze. Das ist ja schon auch was einem Publikum mitnimmt. Und wo natürlich, wenn man die Weltmeisterschaft sieht in Glasgow, man seinen eigenes Wort nicht mehr versteht. Und ja, das müssen wir versuchen, in einer ähnlichen Art und Weise irgendwie hier zustande zu bringen. Und, ja. Sie haben gesagt, die Voraussetzungen in Cottbus sind schon sehr gut. Der Oberbürgermeister hat trotzdem weitere bauliche Maßnahmen angekündigt. Wissen Sie schon was Konkretes oder wo hackt es noch ein bisschen?
Dazu kann ich nicht so viel Konkretes sagen. Wir hatten jetzt eine Erneuerung in unserem Kraftraum. Die Rathenbahn ist etwas in die Jahre gekommen. Da wird man sicherlich immer wieder mal was machen müssen, damit wir eben auch diese Trainingsbedingungen erhalten können und vielleicht sogar noch verbessern können. Wir wünschen dieses Jahr noch, aber natürlich nächstes Jahr im Ausblick auf Cottbus und auf Paris ganz viel Erfolg. Dankeschön.